Die Untergangspropheten sind in den Straßen von Agrimma nichts Neues. Aber diese neue Gruppe macht mir Sorgen. Diese Leute sind organisiert und sie haben in den Gassen, wo sie sich... Hör auf, hier rumzuhusten. Okay, wo war ich gerade? Wo sie sich anscheinend versammeln, viel Aufmerksamkeit erregt. Ich habe in Erwägung gezogen, sie zu verhaften und ihre Aktivitäten auf andere Art zu stören. Aber damit würde man sie nur in den Untergrund treiben. Wir müssen mehr über sie herausfinden. Würdet ihr die in die Gassen gehen und euch anhören, was diese Schwarzseher verbreiten und alle Schriftstücke über ihre Vorstellungen sammeln, die ihr finden könnt? Bla bla, hört euch von den Typen die an, nehmen wir an. Okay. Die Horde. Die Horde. Horde, scheiß Allianz. So, das muss mal gesagt werden. Gut, wo haben wir welche gefunden? Diese Zauberertypen meint er bestimmt nicht, sondern die, die hier in der Ecke irgendwo rumstehen. Ja, genau da. Ich werde mir anhören, was ihr zu sagen habt. Schieß los. Bürger von Agrimma, hört zu! Zu lange waren wir blind. Ich bitte euch, öffnet eure Augen für die Wahrheit. Das Ende unserer Welt kommt näher. Meine Brüder und Schwestern, Essos wird untergehen. Flammen werden die Welt verzehren, Stürme werden alle Hoffnungen niederschlagen, schließlich werden Elemente herrschen. Verzweifelt nicht, Bürger von Agrimma, schließt euch uns an und erfahrt die Wahrheit. Werft ab euer Leben, die von Krieg und Schinderei bestimmt werden, werdet wiedergeboren in den Elementen und fordert euren rechtmäßigen Platz in dieser neuen Welt an. Beruhigt euch, Freunde, wir werden noch jede Menge Zeit, um all eure Fragen zu beantworten. Aber ich will wiedergeboren werden, sagt mir, was ich tun muss, bla, ja, sagt es uns. Wenn ihr an unsere Botschaft interessiert seid, werde ich eine Versammlung abhalten. Sprecht mich an, wenn ihr mehr zu erfahren wünscht. Doch seht euch vor, Agrimma ist voller Leute, die Wahrheit zu unterdrücken suchen. Ich bin auf jeden Fall keiner davon. Ja, ich werde anhören, was ihr tun, ich werde nicht anhören. Geh weg! Gut, wollen wir noch so ein paar Kloppies? Da ist noch einer. Inventar ist voll. Inventar ist voll. Ups. So, was können wir rauswerfen? Habe ich bei dem jetzt die Dings vergessen? Glaub nicht. Nö. Wenn wir mal gucken, was der zu sagen hat. Gar nichts. Okay. Hat der uns halt nichts zu sagen. Gucken wir mal, wo die anderen sind. Da stand auf jeden Fall noch einer. Ah, hier ist auch einer. Wenn ihr interessiert seid, ja, okay. Ich kann nicht mehr tragen. Ach, nö. Muss ich jetzt hier alles wegwerfen, oder wie? Ja, dich werfe ich draus. Aladora gemacht. Yeah, ich hab's mir in die Tasche selbst gemacht. Und da ist noch eine Tafel. Oh, muss ich irgendwas wieder rauswerfen? Dum, dum, dum. Eigentlich brauche ich ja gar nichts mehr. Aber ich will auch nicht alles wegwerfen. Dum. So. Fest fertig. Abgeben. Suche hier mal für 20 Insert-Sockel. Und wo sind die Portale in OG für die Innis? In OG gibt es Portale für Innis? Ja, da unten ist eins. Was ist denn das? Was macht der da? Ich hab Angst, ich will die Quest auch machen. Diese Stadt wird fallen. Ein Tank, drei Heller und drei DDs, kein DK und Krieger mehr. Please, wie me. Ja, für was denn? Ihr müsst schon noch schreiben, für was ihr sucht. Liest die Schrift rein, blablabla. Wer auch immer diese Leute sind, sie wollen wirklich Anhänger gewinnen. Und das sieht so aus, als wären sie damit recht erfolgreich. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie die Bürger von Agrimma in Panik und Hysterie stürzen. Wir müssen das Interesse an dieser Gruppe eindämmen und so viel über sie lernen wie möglich. Geht klar. Wir müssen etwas tun, um das Interesse an diesem Weltuntergangskult einzudämmen. Aber ich schrecke davor zurück,
zur Tat zu schreiten, bevor wir nicht wissen, wer hinter dieser Gruppe steckt. Sagen wir, ihr müsst mir helfen, und so bin ich plötzlich verschwunden. Er ist plötzlich verschwunden. Wer denn? Egal. Ich habe meine Leute Markierungen in beliebigen Teilen Orgrimmas anbringen lassen. Nehmt diese Plakate und bringt sie dort an, wo die Markierungen stehen. Sie werden die Entschlossenen unter den Suchenden nicht abhalten, aber es ist ein erster Schritt zur Entlarvung dieses Kultes. Die Horde hat genug zu tun, ohne dass absichtlich Lügen verbreitet werden. Hängt 5 Warnplakate auf. Okay. Ja. Wo sind denn diese... Ah, nee. So. Wo sind denn diese Dinger? Wo ich anhängen kann. Da? Gut. Dünn, dünn, Plakat aufgehängt. Wo ist noch was? Da ist noch einer. Und der beschwört da schon wieder fleißig. Und die sollen wohl Instas sein, damit die nicht von den Typen gesehen werden. Klappt nicht so ganz. Da ist noch einer. Dum dum. 3 haben wir. Oh, das werde ich jetzt vielleicht nicht abnehmen. Ah, die gucken sich das jetzt an. Setzt diesen Kult in einen Zeppelin und schickt sie nach Stormwind. So etwas brauchen wir in Orgrimmar nicht. So sieht's aus, Planktot! Als war ich nicht Bürger von Orgrimmar, bla bla bla, haben wir schon alles gelesen. Da. Gucken, da ist noch einer. Super, haben wir gleich Quest beendet. Bumm, fertig. Was habe ich mit dem eigentlich für Berufe? Nee. Da sind auch keine Berufe. Berufe. Nee, das ist Ruf. Düm, düm. Wer? Ach da! Kräuterkunde Alchemie, ja, stimmt ja. Gut gemacht, Otok. Jetzt müssen wir unsere Energie aufwenden, um mehr über diesen Kult herauszufinden und um die Leute zu befreien, die sie dazu überredet haben, beizutreten. Siehet in Ehre. Und Ehre. Den Kult infiltrieren. Die Straßen von Orgrimmar sind voller Gerüchte über den Ursprung und die Praktiken des Kultes. Es gibt nur einen Weg, die Wahrheit über diese Gruppe herauszufinden, Otok. Ihr werdet ihnen beitreten. Geht auf einen der Weltuntergangsverkünder in die Gasse zu und sagt ihm, dass ihr der Gruppe beitreten wollt. Mit etwas Glück werden sie euch die Anweisungen geben, euch einem ihrer Anführer vorzustellen und euch sagen, wo die Gruppe sich versteckt. Wenn euch der Weltuntergangsverkünder Kleidung gibt, zieht sie an, ihr werdet sie wieder brauchen, um in das Versteck der Gruppe zu gelangen. Oh, es gibt ein Versteck hier. Sprecht in der Gasse noch immer bla 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 bla. Ja, vermissten. Abgesehen von den Unruhen und der Paranoia, die der Kult verbreitet, werden wir mit Vermisstenmeldungen überschwemmt. Mütter, Väter, Brüder und Schwestern sind scheinbar verschwunden. Aber ich habe das Gefühl, dass sie in einem Kultistenlager außerhalb der Stadt zu finden sind. Wenn ich euch die Namen einiger Vermisster gebe, würdet ihr versuchen, sie in den Kultistenlagern beim Schreckenberghof südlich von Orgrimmar zu finden. Um dort nicht aufzufallen, braucht ihr eine Robe und bla bla Weltuntergangsverkünder. Ja, okay. Vorwärts! Weltuntergangsverkünder! Vorwärts! Zum Sieg! Dein Stab leuchtet. Gut. Weltuntergangsverkünder, warte! Ich will doch nur beitreten. Jetzt willst du nicht mehr reden, Ravi. Ach, jetzt gibt er mir einfach die Robe, ja? Die liegt da einfach so. Irgendwas schreibt mich an. Nee, jetzt nicht, du. Nein! Mach dich zu. Verdammt. So, ich glaube aber, ihr habt grad immer noch WoW gesehen. Ups, da ging das Fenster zu. Egal. Gut, wir haben die Robe jetzt an. Ich will mit dir reden.
Wie rede ich mit denen? Oder ich gehe erstmal raus und such die. Ne, mit denen will ich nicht reden. Ich befreie die erstmal. Wo sind die? Die Vermissten. Sprech wie ein Kultisten, blablabla. Ach, Schreckeneberhof. Okay. Endorotor. Okay, ich glaube, ich weiß noch, wo der ist. Die sind da also auch. Gut, dass ich beide Quests angenommen habe. Ich habe erst überlegt, ob ich nur einen nehme. Oh, gibt's hier Essen? Ne, ist nur ein Tisch, okay. Hey, was ist denn los hier? Sagt mir jetzt, was abgeht. Wenn ihr euch nicht beruhigt, werfen wir euch zu dem Rest der verhafteten Kultisten. Geht klar. Ich stelle keine Fragen. Das ist ja wie im Dritten Reich hier. Oder in der DDR. Ach, der ist ja schon hier. Ich dachte, die meinten den da hinten. Da hinten war noch so ein kleines Haus oder so. Hey, was geht? Ah, ihr seid neu. Dieses Gerät ist ein Teil des Planes unserer Meister, die Transformation der Welt herbeizurufen. Sie werden die Feuer des Urteils entfesseln und uns ermöglichen, in die Unsterblichkeit aufzusteigen. Das ist das Versprechen des Meisters. Todesschwinge? Willkommen, Freund. Wir fühlen uns geehrt, dass ihr beschlossen habt, die Wahrheit anzunehmen und euch uns anzuschließen. Kommt, wir werden später genug Geld zum Reden, genug Zeit, wie komme ich auf Geld? Und ihr habt viel zu lernen, ja, geht klar. Willkommen auf dem Hof, Urtok. Hier verdient sich jeder seinen Unterhalt. Manche kümmern sich um die Tiere, andere sind dafür verantwortlich, an unseren Bauprojekten zu arbeiten. Wieder andere bringen unsere Botschaften unter das Volk und ich glaube, es wäre ein guter Anfang für euch. Nehmt diese Reklametafel. Darauf steht ein kurzer Text über und... Oh, schreit jemand. Der Zeppelin noch! Ja, ist okay. Während ihnen Tafel zeigt, das östlich und den westlichen Zeppelin da war, mit Klinghügel im Süden. Okay. Drücke... Blablabla, okay. Dich soll ich doch befreien, oder? Eines Tages werde ich auch aufsteigen. Eure Familie hat nach euch gefragt. Sie machen sich Sorgen. Ich werde nicht gehen. Sagt meiner Familie, dass ich hier in Frieden bin und ich allen ihnen alles Gute wünsche. Gut, wen sollen wir noch befreien? Dena. Arbeitet hart, Hexenmeister, sonst bleibt nur wenig Zeit, um eure Aufgaben zu erfüllen, bevor die Prophezeiung sich erfüllt. Eure Frau ist besorgt um euch. Sie möchte, dass ihr nach Eugrimma zurückkommt. Begreift sie denn nicht, dass...